sie sich auch ein tolles Bild machen können und auch ihre eigene Meinung sich bilden können. Ja, die Künstler und die Models, die haben heute hier wirklich den ganzen Tag gearbeitet. Es ist ein internationaler Wettbewerb. Da sind auch einige Teilnehmer von sehr, sehr weit her angereist. Deswegen bitte ich Sie gleich, auch unsere Künstler und auch die Models mit Ihrem Applaus zu unterstützen, denn Sie haben das wirklich alle tatsächlich verdient. Es wird hier sehr voll auf der Bühne und es wird sehr, sehr bunt, das verspreche ich Ihnen. Ja, es ist Bodypainting und es ist ja eine besondere Arbeit, denn da wird stundenlang gearbeitet, wunderschöne Kunstwerke werden erschaffen und dann schwuppiwupp mit der nächsten Dusche ist dann alles weg. Also das ist wirklich etwas für den Augenblick und ich finde, das macht Bodypainting zu etwas ganz Besonderem und sehr, sehr Ästhetischem. Ja, das diesjährige Thema, ich hatte es schon erwähnt, ist Welt der Wunder und das lässt natürlich auch einen großen Spielraum zu, was die Künstler sich da ausgedacht haben, das werden wir ja gleich hier auf der Bühne sehen. Und Sie sehen, wir haben hier noch drei unbesetzte Stühle, wir warten noch auf unsere Jury und auch das sind alles Koryphäen auf Ihrem Gebiet. Es sind allesamt Künstler und ich möchte Ihnen jetzt als allererstes unseren ersten Juror vorstellen. Er ist tatsächlich der bekannteste Bodypainter der Welt. Er war 2012 Weltmeister. Er arbeitet seit 17 Jahren als Bodypainter und seit 8 Jahren macht er das tatsächlich hauptberuflich. Man sieht seine Arbeiten häufig auch im Fernsehen und auch in der Werbung. Und er unterrichtet und fördert natürlich auch den Nachwuchs. Deswegen bitte ich einen großen Applaus für Johannes Stötter. Hallo, servus Johannes, grüß dich. Komm bitte mit. So Johannes, als du das Thema gehört hast, hattest du da Bilder im Kopf? Also fiel dir da spontan was ein, was hättest du gemacht in dem Moment? Ja, ich habe nicht so viel drüber nachgedacht, weil ich ja nicht teilgenommen habe. Ich habe mich mehr überraschen lassen davon, was die Teilnehmer machen. Also als Künstler hat man das dann nicht sofort automatisch, du hörst was und siehst dann direkt dein eigenes Bild, deine eigene Kreativität, die im Kopf sprudelt? Kann passieren, muss aber nicht. Also es kommt auf den Moment an. Wahrscheinlich hatte ich im Moment andere Dinge, die ich mir vorstellen muss. Ja, also. Wie war denn das diesjährige Level von den Teilnehmern? Es ist international. Wie hat es dir gefallen? Ich finde, das Level war hoch. Also vor allem höher als letztes Jahr hier. Natürlich das höchste Level findet immer am World Bodypainting Festival mit der Weltmeisterschaft statt. Aber es waren wirklich viele gute Künstler dabei und ich insgesamt muss sagen, das Level war hoch und Kompliment an alle Teilnehmer. Das freut uns und ist natürlich hier eine gute Plattform, um auch einfach mal zu trainieren oder unter Wettbewerbsbedingungen seine Arbeiten dem Publikum näher zu bringen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Du darfst gerne Platz nehmen, eure Arbeit ist getan. Wir haben noch als Dankeschön auch ein kleines Geschenk für euch, das bringt ja gleich die Anne. Ja, und unsere nächsten beiden Juroren, meine Damen und Herren, die haben sich über ihre Arbeit als Steinbildhauer kennen und lieben gelernt und auch ihre Liebe zur Kunst und zu Farben und den Gestalten verbindet die beiden miteinander. Mittlerweile haben sie sich einen Namen im Bereich der Körperkunst gemacht, denn ihre Auszeichnungen, die können sich wirklich sehen lassen. Gewinner der World Body Painting Festivals in verschiedenen Kategorien. Creative Impulse Award 2012 und Ehrenmitglied der IFAB, der International Fine Art Body Painting. Sie bieten Schmink, Body Painting, Airbrush und Nail Art Kurse an und unterrichten auch auf internationaler Ebene, wie zum Beispiel am Mist Make-up Institut in Stockholm. Ja, bitte begrüßen Sie mit mir Petra und Peter Tronser. So was. Ihr Lieben, ich habe schon gerade gehört, das Level war dieses Jahr sehr, sehr gut, ja? Ja, fand ich auf jeden Fall. War erstaunt, dass wir auf diesem doch kleinen Festival mit nur 20 Teilnehmern, 18 Teilnehmern, doch international
besetzt waren. Polen, das war Italien dabei, Spanien, Italien, Polen, Tschechien. Also, und es war, ja, es war für uns schwierig, natürlich auch die richtige Entscheidung zu treffen, aber letztendlich sind wir alle drei erfahrene Bodypainter und konnten dann auch entsprechendes Ergebnis setzen. Und als ihr die Arbeiten gesehen habt, also ist das hier eine gute Plattform, einfach als Bodypainter sich zu präsentieren? Also würdet ihr sagen, man sollte mal so einen Wettbewerb mitmachen? Ja, auf jeden Fall, weil genau das bringt dich weiter. Du siehst Kollegen, du siehst internationale Kollegen und du kannst dir viel auch abschauen, wie sie arbeiten. Und manche sind auch nachher da und fragen nach, wo können wir uns verbessern, was können wir verändern, um vielleicht noch erfolgreicher zu werden in unserer Bodypainting-Kunst. Und auf jeden Fall mitmachen. Es ist immer so eine Erfahrung, muss man einfach immer wieder erleben, um weiter voranzukommen. Also wenn jetzt hier ein Bodypainter unter Ihnen sein sollte und der überlegt, ja, ich möchte vielleicht mal bei so einem Wettbewerb mitmachen. Gibt es da irgendwelche Tipps, so, die ihr jetzt hier mal einfach raushauen könnt, wie ihr sagt, also das ist ein guter Ratschlag, da kommt ihr weit mit bei so einer Meisterschaft? Naja, auf jeden Fall mal sich gut vorbereiten, das ist eins. Natürlich gibt es bestimmte Kriterien, die Farben mal ein bisschen mit Farbe hier auseinandersetzt. Mit Körperproportion, das ist mir ganz wichtig. Und vor allem bei der Ideefindung immer die erste Idee wegmachen. Weil die machen alle. Ja, also das ist immer so, wenn dann fünf in die Jury kommen und haben dieselbe Thema, dann bist du eine von fünf und das ist dann meistens nicht so clever. Das ist, glaube ich, echter Geheimtipp, oder? Also gut zu wissen, also hervorragend. Ich danke euch sehr, dass ihr hier seid und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen, vielen Dank. Bitte nehmt Platz, ihr dürft jetzt mit uns hier zusammen wirklich großartige Künstler und Modelle bewundern. Es wird jetzt eine wirklich schöne und bunte Show und ich freue mich jetzt sehr. Und wie schon gesagt, Sie sind auch aufgeregt, sich jetzt hier zu präsentieren. Deswegen bitte ich Sie von Herzen, unterstützen Sie unsere Teilnehmer und deren Modelle mit Ihrem frenetischen Applaus. Also, wir legen los. Ich begrüße jetzt hier auf der Bühne mit der Startnummer 1, with running number 1. Murmelgold aus Deutschland mit Model Simone. Herzlich willkommen. Thank you.
it's all my fault. I wonder if I'm at all. All those memories haunting my phone. A single life has come at the right time. I gave you a chance to treat me right. I'm a blank canvas. Thank you. And with the running number 3, please welcome Victor Aragon Arriola from Spain with Model Billet. I save you, you save me, me.
aus Italy mit Model Azzurra. I save you, you save me.
Czech Republic mit Model Sirina. Mit Model Nadja.
so much. Yeah, ladies and gentlemen, what a picture, right? So I would like to have you all one step forward, please. The model in front and the artist behind. Fear in the atmosphere I breathe. Revolution against the system. The Body Painting Trophy, the 15th, goes to... to France! Sophie Fouquet! Congratulations! Please come here! Victor Aragon!